Hallo zu einem neuen DM-Haul von mir. Und zwar war ich mal wieder bei DM und bei Rossmann, aber auf zwei, drei Mal. Und es ist auch wirklich nicht viel, die Tasche ist nicht ganz voll. Aber ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt einen Haul, weil ich müsste jetzt eigentlich alles mal für die nächste Zeit zu Hause haben. Und ja, ich möchte das jetzt nicht noch länger hier rumliegen lassen, drum fange ich an. Das ist jetzt alles durcheinander, ich greife einfach rein und zeige euch, was mir als erstes so in die Hand fällt. Und ja, als erstes habe ich hier von Denkmit die Wäscheweißtücher. Ich habe die auch schon gebraucht, weil ich keine mehr hatte. Und ja, die kaufe ich immer noch. Ich brauche die einfach für die weiße Wäsche. Und ja, weiß jetzt auch nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Dann geht's weiter und zwar mit etwas von Sauber. Und zwar diese Kindertaschentuchbox. Die habe ich einfach gekauft, weil ja jetzt die Schnupfenzeit wieder beginnt, leider. Und ich finde die halt immer süß, wenn man die einfach auf dem Wohnzimmertisch hinstellt für die Kinder. Das ist halt schön ansprechend und ja, deswegen kaufe ich die auch immer so in der Herbstzeit drum oder wenn man einfach erkältet ist. So, dann geht's weiter und zwar mit neuen Zahnbürsten für uns alle. Ja, die sind jetzt einfach hier von Dontodent, super soft und mit diesen kleinen Bürsten da, eine für mich, eine für Dennis. Und für Philipp habe ich die Kids gekauft mit so einem Dino drauf. Ja, das ist halt immer einfach eine süße Spielerei für die Kinder. Und damit mache ich ihm auch immer eine Freude. Und deswegen kaufe ich das gerne. Was natürlich auch nie fehlen darf, sind neue Zahnpasten. Ich hoffe, das war die richtige Mehrzahl. Für mich und Dennis habe ich einmal die hier von Dentagard mit Kräutern. Das ist im Moment einfach meine liebste Zahnpasta. Ich hatte ja erst immer die von Denkmit selber, aber ich finde die irgendwie besser. Da ist halt ein wenig weniger drin, darum muss man die öfter nachkaufen, aber ich mag die im Moment voll gerne. Und für Philipp wie immer das Alverde Kinderzahngel. Ja, das kennt ihr ja von mir schon. Habe ich einmal von WC Frisch und das ist jetzt glaube ich vom Rossmann diese Kraftaktiv-Dinger hier gekauft. Das war so ein Dreierpack im Angebot und sollen Urlaubsträume sein. Ich rieche aber nichts und ja, ich kaufe die ab und zu ja mal gerne. Ich glaube aber im Moment sehr oft, weil ich halt immer finde, wenn man Gäste bekommt und so, ist es angenehmer, wenn da sowas drin ist. So, es riecht ja auch und ja, deswegen habe ich das im Angebot mitgenommen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen hält. Und ja, sieht auch hübsch aus mit dem Pink und so, ne? Dann ganz klassisch einfach von Evelyn zweimal diese Wattestäbchen hier. Dann nehme ich immer die Nachfüllpacks, weil ich das Döschen immer aufhebe. Und ja, ich mag die. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind von Balea diese Feuchtigkeitskonzentratkapseln. Ich mag die, ich liebe sie, ich benutze sie total gerne. Die machen ein richtig schönes, weiches Hautgefühl und deswegen habe ich mir die mal wieder mitgenommen. Und auch für meine Haut habe ich von Luvus diese Heilerde hier mitgenommen. Ich benutze immer die blaue und eigentlich wollte ich diese Tube haben. Ich habe nämlich gesehen, dass es das jetzt auch in der Tube gibt, aber ich habe es leider nicht gefunden. Deswegen habe ich jetzt mal nur zwei kleine Packungen mitgenommen, in der Hoffnung, dass ich demnächst die Tube finde, weil ich ja irgendwie sehr oft bei DM bin, auch wenn ich nichts kaufe. Jetzt geht's weiter mit etwas für Philipp. Und zwar habe ich einmal von Sauber diese Limited Edition Knisterbartpflege mitgenommen. Die soll nach Wassermelone riechen und die hat leider kein so ein Duftloch wie manche Badesalze, aber das knistert und dann dachte ich mir, komm, nimm's doch einfach mal mit. Der freut sich da immer volle Kanne drüber. Und was ich dann auch noch bei den Limited Editions von Sauber gesehen habe, ist diese Schleimdusche. Und das fand ich mega geil. Das soll jetzt nach Drachenfrucht und Papaya riechen. Und ich zeige es euch mal kurz. Ih, das ist so eklig. Fokussiere mal meine Hand. Also das ist wirklich richtig so Glibberschleim. Und ich dachte mir, das muss ich ihm kaufen. Das riecht aber auch wirklich gut. Also ja, ich fand das irgendwie geil. Deswegen habe ich es gekauft. Jetzt muss ich mir kurz die Hände sauber machen. Ja, und Jungs lieben ja Schleim und deswegen musste das einfach mit. Und ich denke, darüber würde er sich megamäßig freuen.
Weiter geht's mit Hautpflege und das habe ich auch schon getestet und zwar von, wie heißt denn das jetzt, Neutrogena, ein Deep Moisture Body Lotion. Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Und zwar ist es eine feuchtigkeitspflegende Creme und meine Freundin und ich, wir schicken uns halt immer so DM-Neuheiten hin und her und da gab es eigentlich so ein Spray, aber das hat vom, ich vergleiche immer die Milliliterpreise, gleich mal 2 Euro mehr gekostet wie das, ist aber die gleiche Geruchs- und Pflegereihe und darum dachte ich mir, ich teste jetzt mal das und also wenn man so das aufdreht, das riecht richtig gut, das erinnert mich an irgendwas aus meiner Kindheit, ich kann mich aber nicht entsinnen an was und deswegen habe ich das mitgenommen und ich finde es wirklich gut, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt und das ist eine echt gute Bodylotion und vor allem jetzt für den Winter, wo die Haut eben ein wenig trockener ist und ja, gutes Teil. Und da ich im Bodylotion-Ding war, habe ich mir hier so eine Cremeöl-Bodylotion gekauft. Die riecht voll gut. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Ob die jetzt so pflegend ist wie die andere, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, das war ja auch ein krasser Preisunterschied, ne? Aber die riecht himmlisch. Ich mag es ja, wenn es gut riecht, ne? Samt weiche Intensivpflege mit Mandelöl und Marulanusduft. Riecht gut. Also wenn ihr mal bei DM seid, schnuppert dran. So, dann habe ich noch eine Neuheit. Und zwar von Gatubi Instashine verzauberndes Glitzerspray. Und zwar sieht es so aus. Und es muss man richtig schön schütteln. Und es ist für die Haare. Ich habe das auch schon getestet. Und wenn man es sich so auf die Haut sprüht, riecht gut. Hammer geil. Und da glitzert es auch richtig schön. Versuch's euch mal einzufangen. Ja, jetzt klappt es wieder irgendwie nicht, ne? Super. Aber in die Haare irgendwie nicht so. Also ich habe es mir auch schon in die Haare gesprüht. Aber ich dachte mir, naja, für den Körper kann man es schon auch nehmen. Und ich werde es einfach nochmal testen. Und es wäre halt cool gewesen für so Weihnachtsvideos oder so, das sich ja ein wenig in die Haare und aufs Dekolleté oder auf die Arme zu sprühen, wenn man glitzert. Oder auch so für die Weihnachtsfeiertage. Aber ja. Auf der Haut glitzert es wirklich schön. Nur nicht in die Haare. Dann geht es weiter mit weiteren 2 Neuheiten. Und zwar von Shrekkle Moon diese Badesalze. Beziehungsweise Badeschaum. Aber das hört sich so an wie ein Salz. Und ich habe hier einmal die Duftrichtung Lazy Chai Tea. Und die riecht einfach gut. Ich kann Düfte nicht beschreiben, ey, sorry. Aber ja. Und einmal Sweet Apple Pie Hugs. Und das riecht ein bisschen so wie die einen Badewürfel, die ich aufgebraucht habe. In meinem letzten XXL aufgebraucht. Ich setze es euch mal hier hin. Und so riecht es. Und darum musste ich das mitnehmen, weil, oh, das riecht so geil. Ja. Und es sind auch Neuheiten. Und ich denke, das werden nicht die letzten sein. Die anderen riechen jetzt mir persönlich nicht so gut. Aber die beiden werde ich mir bestimmt nochmal nachkaufen, weil die echt gut sind. Und jetzt beginnt hier die Badezeit. Oder auch als Geschenkidee. Ist bestimmt super so. Wellnesspaket für Weihnachten, so ein Badesalzschaum mit rein. Ja. Und zum Schluss habe ich sehr gesündigt, würde ich mal behaupten. Ich habe mir einen neuen Essilack gekauft. Und zwar heißt der, muss mal gucken, dass ich es euch richtig zeige, Birthday Girl. Und ja, den hat mir auch meine Freundin geschickt und ich habe den gesehen und habe gedacht, ich will den haben. Ich bin dann erstmal in Ruhe zum DM und habe geguckt und die sind auch neu, also da stand überall Neuschilder dabei und ich habe lange überlegt und habe ihn dann gekauft. Ja, ich habe ihn auch schon auf den Nägeln, ich zeige es euch mal. Und ich glaube, in der Kamera kann ich das gar nicht so gut einfangen, wie schön der glitzert. Aber der sieht so schön aus. Ich muss aber dazu sagen, dass ich dann Lack drunter habe. Ich zeige euch mal welchen. Falscher. Genau. Und zwar habe ich da Spaghetti Strap drunter. Das ist der hier. Ich glaube, den kennt auch jeder von den Essie-Lacken.
ja, ich hoffe, dass es fokussiert hat. Und ich habe halt die beiden in Kombination und das sieht dann so aus. Und ich finde es einfach nur hübsch. Ja, meine Nägel sind von den Gelnägeln noch stark kaputt, aber so fällt es fast nicht auf. Und ich liebe die Kombination einfach. Ich weiß, sie ist nicht sehr winterlich, aber mir egal. Ich liebe einfach Nagellacke und das wird weiterhin eine teure Leidenschaft für mich bleiben, aber egal. Andere sammeln Briefmarken. Ich sammle Nagellacke. Und das ist jetzt auch schon das Schlusswort für das Video. Wenn euch meine ganzen Nagellacke interessieren, kann ich euch ja hier oben mal meine Nagellacksammlungen verlinken und hier unten irgendeins meiner letzten Videos. Hier drüben wie immer meinen Kanal zum kostenlosen Abonnieren. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Tschüss!